الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ونبي الأميين وغيرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alles auf Gebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, die Trauer und die Sorgen und die Enge, die man manchmal in der eigenen Brust verspürt, die Prüfungen, denen man unterzogen wird, all diese Dinge sind zweifellos Teil des Lebens und Teil der Bestimmung Allahs al-Qadr. Aber die Frage ist, was ist die Wirklichkeit dahinter? Man könnte auch fragen, was ist die Weisheit dahinter? Und wir lernen durch den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Trauer und Prüfung für den gläubigen Menschen nichts anderes als eine Barmherzigkeit der Barmherzigkeiten Allahs sind, oder besser gesagt, eine Gnade der Gnaden Allahs. Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu berichtet uns, dass einmal eine Gruppe von gefangenen Leuten vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Unter ihnen war eine Frau. Und diese Frau hat immer nach kleinen Babys gesucht, um sie zu stillen. Sobald sie eins gefunden hat, hat es das Kind an sich gedrückt und dem Kind zu trinken gegeben, hat es gestillt. Wenn es fertig war, ging es zum nächsten Kind und zum nächsten Kind. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Freunden, unter ihnen Umar radiallahu anhu: Was meint ihr? Ist diese Frau imstande, ihr eigenes Kind in ein Feuer zu schmeißen? Und sagten sie: O Gesandter Allahs, nein, solange sie die Möglichkeit hat, dieser Sache zu entkommen, würde sie das niemals tun. Und sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dessen Beiname ist der Prophet der Barmherzigkeit, er sagte: Allah ist wirklich gnädiger mit seinen Dienern als diese da mit ihrem eigenen Kind. Merkt ihr, hat diese Frau ihr eigenes Kind gestillt? Nein, sie hat fremde Kinder gestillt. Deswegen, wenn sie das mit fremden Kindern macht, dann mit ihrem eigenen Kind erst recht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist noch barmherziger als diese Frau mit ihrem eigenen Kind. Was wir nur nicht verstanden haben, öfter oder vielleicht vergessen, ist, dass wir uns in diesem Leben nicht in einem Zustand der Belohnung und Entlohnung und Bestrafung befinden, sondern der Zustand, in dem wir uns zurzeit befinden, ist der Zustand der Prüfung. Der Mensch wird entlohnt werden nach seinem Tod. Vor dem Tod ist das nicht der Sinn und Zweck dieses Lebens. Und wir müssen uns bewusst machen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam von allen Menschen auf die härteste Art und Weise auf die Probe gestellt worden ist. So hart, dass er sich selbst gewundert hat, wie man das mit einem Propheten machen kann. Er sagte in einer Überlieferung, liebe Geschwister, in Sahih Muslim und anderswo, nachdem man ihn an seinem Kopf verletzt hatte, bis er geblutet hat, und nachdem man ihn manche seiner Zähne gebrochen hat, sagte er selbst, alayhi salatu wassalam: Wie soll ein Volk erfolgreich werden, wenn sie ihren eigenen Propheten am Kopf verletzen, seinen Zahn brechen, während er sie zu Allah azza wa jalla einlädt? Er wundert sich selbst, wie kann das sein? Aber die Antwort war von Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß in Surat Al-Imran: Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Das ist seine subhanahu wa ta'ala Sunna und Vorgehensweise mit den Menschen, die er am meisten liebt. Das hat also nichts damit zu tun, ob die anderen ihn vergeben, wird nicht vergeben. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, er liebt dich, dann stellt er dich auf die Probe. Durch die anderen Menschen. Unser Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn wir nur einmal in der Schnelle
seine eigene Familie betrachten, dann sehen wir, dass er bekannterweise 7 Kinder gehabt hat, 4 Töchter und 3 Jungs. Bei den Töchtern, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, der dritte Khalifa, mit 2 seiner Töchtern verheiratet. Nacheinander natürlich, weil man nicht gleichzeitig mit 2 Schwestern verheiratet sein darf. Erst mit Ruqayya und danach, als sie gestorben war, mit Kulthum. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Und diese sind alle zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben. Das heißt, er hat miterlebt, wie diese 2 Töchter, nicht nur die 2, sondern 3 seiner 4 Töchter und 3 von all 3 seiner Söhne sind gestorben zu seiner Zeit alaihi salatu wasallam. Das heißt, er hat mitgelebt und getrauert, wie 6 von 7 seiner Kinder zu seiner Zeit gestorben sind und alle Jungs, noch bevor sie das Mannesalter erreicht haben, noch bevor sie das Pubertätsalter erreicht haben. Abdullah und Al-Qasim und Ibrahim. Und Al-Qasim, wisst ihr, ist ja sein Beiname, dann daraus sein Beiname entstanden, Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seine Ehefrau, mit Sicherheit hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seit seines Lebens 11 Frauen geheiratet. Als er starb, waren es nur 9, weil 2 von ihnen eben gestorben sind zu seiner Zeit, alayhi salatu wassalam. Und die eine davon ist Zainab, die Tochter von Khuzaimah, und die andere davon ist Khadija, wie wir natürlich aus der Sira bekannterweise wissen. Seine Eltern, das wisst ihr, dass er geboren wurde, während sein Vater schon gestorben war, und dass seine Mutter gestorben ist, noch bevor er das Mannesalter erreicht hat. Die Frage ist nur, wie entgegnet man diesen Schicksalsschlägen? Diesen Schicksalsschlägen entgegnet man auf 3 Art und Weisen, auf die wir inshallah ta'ala kurz nur für jedes ein schnelles Beispiel erwähnen möchten und dann inshallah ta'ala versuchen wir es in der kommenden Predigt weiter auszuführen. Erstens mit dem Herzen, zweitens mit der Zunge und drittens mit der Handlung. Entscheidend ist bei dieser Geschichte, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er eine Prüfung, wenn er einen Schicksalsschlag auf jemanden von uns herabsendet, ist er imstande, diese Prüfung jederzeit wieder hochzuheben und zu entfernen. Aber manchen von uns ist dieser Schicksalsschlag ein Ansporn, noch mehr Gutes zu machen, und ein Grund zur Festigung auf dem Weg Allahs Azza wa Jal. Und für manche anderen von uns ist das genau das Gegenteil. Es erzeugt in uns Unfähigkeit. Es macht uns schlapp. Es sorgt dafür, dass wir nicht vorankommen. Wir sind traurig. Und diese Trauer ist so stark, dass sie uns aufhält, voranzuschreiten. Das sind, subhanallah, obwohl das die gleiche Prüfung ist, die den einen und den anderen getroffen hat. Und der Grund ist unter anderem, wie der Mensch auf diese Sache vorbereitet ist. Erstens in seinem Herzen. Muss er zufrieden sein mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Darauf kann er sich vorbereiten, auch bevor ihn etwas trifft. Denn wenn in seinem Herzen Iman ist, und zwar so viel Iman ist und Geduld ist, dass er diese Prüfung mit seinem Iman und seiner Geduld entgegnen kann, dann macht ihm das nicht, bringt ihm diese Prüfung nicht ins Wanken, in keinster Art und Weise, sondern im Gegenteil, er weiß, sie zurückzuweisen und sie zu seinen eigenen Zwecken auszunutzen. Das ist, was ich in erster Linie mitteilen wollte und inshallah ta'ala versuchen wir das bei anderer Gelegenheit weiter auszuführen. Aber in erster Linie ist es, liebe Geschwister, zweifellos das, was man im eigenen Herzen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch die Geduld geben und den Iman so stärken, dass wir jedem Schicksalsschlag mit offenen Augen, ich sage nicht entgegenlaufen, aber mit offenen Augen begegnen können. Denn wir freuen uns ja nicht oder wir wollen ja nicht diese Sachen provozieren und herbeirufen. Aber wenn es kommt, dann entgegen wir dem mit erhobenem Haupt. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.